Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem Flight Report Nummer. Ich bin mit Etihad heute unterwegs und hier in der unglaublich tollen First Class Lounge in Abu Dhabi. Ihr könnt es schon sehen, die Farben sind echt krass. Es ist zwar etwas voll hier, ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Film, aber ich freue mich richtig mega auf den Flug nach Tokio im neuen Dreamliner und der neuen First Class. Wir sehen uns gleich im Flieger. Cheers! Apologize that we don't pour the champagne in the cabin, but we are in the month of Ramadan. I know. So, da ist er schon, mein Champagner gleich am Anfang. Ich bin gerade mal 2 Minuten drin. Da ist er schon. Cheers. Ah, das tut gut. Und auch hier gibt es das heiße Tuch gleich sofort auf eine Tablette und einen handgeschriebenen Brief, wahrscheinlich vom Cabin Manager Mayjay. Cool. Tada! Es gibt ja ein eigenes für ein Jackett, einen kleinen Raum. Da tue ich jetzt mein Jackett rein. Wow! Das ist doch mal eine First Class hier. Es ist ein riesengroßer Raum. Ich habe ein Fashion Apartment für mich ganz alleine. Es ist eigentlich nur das Suite. Es gibt im A380 ein richtiges Apartment. Das ist nochmal doppelt so groß. Aber ich bin hier schon ziemlich zufrieden mit. Oder was meint ihr? Das ist doch toll, oder? Das heiße Tuch gehört immer dazu. Ist auch schon ziemlich heiß, obwohl ich ja schon einiges gequatscht habe. Es ist noch ziemlich heiß und auch noch feucht. Damit kann ich mir die Finger sauber machen. Und noch was. Ich bin, wie gesagt, es ist 5 Minuten jetzt gerade drin. Und was habe ich hier? Das Package mit Sicherheit. Pyjama drin, Slipper drin. Was genau? Das zeige ich euch gleich. Und das Amenity Kit. Thank you. Yeah. Und natürlich der arabische Kaffee, der muss sein, oder? Auf so einem Flug. Myself, Carol is my name and I will be your in-flight chef until we reach Tokyo Narita. 9 hours and 40 minutes, this is the flight time. Okay, thank you. I have some reading materials for you, those are our menus, first cellar and first dining. Yeah. And we have dine at any time concept, so whenever you feel hungry, just let me know. Ja, das heißt, ich kann immer bestellen, wann ich will. Habt das gehört? So, mein Sitz ist heute 1G. Das heißt, ich habe einen Mittelsitz. Mal nicht am Fenster. Normalerweise sitze ich immer am Fenster, aber heute fliegen wir etwas länger. Das heißt, wir wollen ein bisschen schlafen und uns unterhalten. Deswegen haben wir, weil wir gemeinsam unterwegs sind, einen Platz in der Mitte ausgesucht, denn der ist perfekt für Couples oder gemeinsam Reisende. Man kann sich gegenseitig angucken. Es ist nämlich eine 1-zu-1er-Konfiguration. Das heißt, wenn du alleine reist, sind die Fenstersitze am besten. Und wenn du also gemeinsam reist, zu zweit, dann bitte in der Mitte. Denn dann gibt es hier ein Sideboard, was man hin und her schieben kann oder halt auch nicht. So kann man sich wenigstens angucken und sich unterhalten. Ich bin jetzt hier in meiner eigenen Suite hier. Nachher mache ich mal die Türen zu und auch mal hier die Wall zu, damit ich hier mal Ruhe habe. Aber was habe ich hier an meinem Sitz, wenn ich ankomme? Eine ganze Menge, finde ich. Es ist wirkt auf jeden Fall extrem hochwertig. Gut, der Flieger ist nicht wirklich alt, das ist ein Dreamliner, aber was gibt es hier alles? Zuerst die Decke. Die habe ich ja schon im A340 gehabt. Ist eine ziemlich hohe Qualität. Beidseitig, hier flauschig
mit ein bisschen Fell, auf der anderen Seite seidig und riesengroß. Das wunderbare Etihad-Kissen, was ich unglaublich gerne eigentlich zu Hause haben würde. Das sieht richtig geil aus, also auf dem Sofa würde es sich richtig gut machen. Und die Headphones. Tada! Die ganz garantiert Noise Cancelling sind und sehen richtig gut aus und die funktionieren auch gut. Ich habe sie ja schon getestet und ich kriege sie auch in der Business Class. Das Amenity Kit mache ich nachher mal auf. Und habe ich ja vorhin schon gesagt, gleich vor dem Start kommt nochmal eine Tüte mit verschiedenen Sachen drin, mit das Pyjama und wahrscheinlich auch die Slippers. Das ist, weil wir einen Nachtflug haben. Wir haben es jetzt hier Ortszeit 22 Uhr und wir kommen 13 Uhr nachmittags in Tokio an. Das heißt, wir können hier eine Runde schlafen. Das war's. Erstmal natürlich auch hier die Menükarte. Ja, cool. Die Toilette ist zwar nicht ganz so groß wie die im A340, den ich davor geflogen bin. Dafür ist sie viel, viel moderner im aktuellen Etihad-Style mit ganz, ganz viel Design hier und ganz viel Cremes und hast du nicht gesehen. Ja, und vor allem, sie ist sauber und bietet auch Becher, Tücher. Wenn ich also ein bisschen mehr Privacy haben möchte in meiner eigenen Suite hier, dann mache ich ganz einfach diese Türen hier zu. Die gehen nicht wie bei Emirates automatisch mit Knopfdruck, leider nein. Hier muss ich doch von selbst drücken, aber ist kein Problem. Da gibt es hier oben zwei Knöpfe und schon kann ich mir die Türen zu machen. Jetzt hätte ich zu dieser Seite zumindest Privacy. Links kann ich mir dieses auch hier zumachen. Ja, und schon bin ich ganz in meinem eigenen Bereich. Wie krass, oder? Und ich kann meine Füße richtig weit ausstrecken. Es ist ziemlich groß hier drin. So, das ist hier zum Beispiel einer von diesen erwähnten Fenstersitzen. Ihr könnt schon sehen, ich sitze hier entgegen der Flugrichtung. Das mag vielleicht nicht jeder haben, denkt man wie Zug zum Beispiel, aber es ist gar nicht so schlimm. Wenn man erstmal drin sitzt und gestartet ist, merkt man gar nicht mehr, in welche Richtung man fliegt. Von daher ist es völlig egal. Also meine Meinung. Wenn du eine andere hast, schreib es mir in den Kommentaren, wie du darüber denkst. Oh, what is this? Have I ordered it? Ah, okay. I don't know. Okay, we can change, no problem. Oh, sorry. Es ist normal. Selber Nachname, dann kann man so schlecht aufnehmen, was man bestellt hat. Dominik hat jetzt meinen Champagner bekommen. Und ich habe jetzt seinen Cocktail bekommen, was auch immer das war. Was war's? Du weißt es selber nicht mehr. Okay, gut. Ich denke, es wird ein sehr, sehr toller Flug werden. Cheers. Cheers. Aber das sind dieselben Appetizer wie auf dem letzten Flug im A340. Nüsse, Oliven und Antipasti. Gefüllte Paprikaschote und Artischocke, genau. Nicht so mein Fall. Also an der Stelle sei mal erwähnt, Etihad scheint offenbar eine First-First-Class zu generieren, denn es ist so, dass ausschließlich in The Residence es den Kaviar-Service gibt und die Residence ist eine Klasse höher als First-Class. Also es gibt den Kaviar-Service offensichtlich wohl nur in der Residenz und die gibt es auch nur im A380. Hier im Blümlern, da gibt es gar keine Residenz. Also, what a pity.
Es ist Zeit für das Amenity Kit. Das ist es. Sieht etwas unscheinbar aus. Manche Airlines machen da ja einen riesen Hype draus. Schauen wir mal, was da so drin ist. Also es wirkt zumindest sehr, sehr gefüllt. Oh ja, das sieht doch schon mal toll aus. Das haben wir ja jetzt. Machen wir erstmal hier so ein Säckchen. Noch ein Säckchen. Die größte Packung zuerst. Oh, Sleeping Pack. Ja, was wird da denn wohl drin sein? Eyeshade und die Socken. Können Sie die Socken haben? Okay, normalerweise will er sie zuerst haben. So, was haben wir hier denn noch? Ein extra Täschchen, ein Ledertäschchen mit Cremes inside, Handcreme, Lip Balsam und Gesichtscreme. Come. Shaping Set, mache ich jetzt mal nicht auf, später Earplugs. Und was ist das denn hier? Ein extra Päckchen Sleep Relax Kit. Wahnsinn. Was wird da denn wohl drin sein? Ah ja, also hier nochmal eine Creme für die Lippen und einmal etwas zum Schnüffeln. Etwas mit Kräutermäßiges, angeblich kann man damit besser schlafen. Übrigens, sehr cool finde ich die Idee hier, einen eigenen Kühlschrank zu haben. Normalerweise sind da nur Getränke drin, die aufbewahrt sind, aber nein, hier im Dreamliner ist er sogar gekühlt. Mit einer Sprite, Coke und zwei Wasser. Das ist übrigens der riesige Tisch hier. Wahnsinn, lässt sich sogar verschieben. Thank you. Und er lässt sich zwar nicht einklappen wie andere Tische, aber ich kann hier sitzen und ein zweiter könnte eventuell auch da sitzen. Da gibt es sogar etwas zum Anschnallen. Muss aber nicht sein, ich bin lieber alleine. Dominik sitzt da drüben. Und gleich beginnt dann das Essen. Yeah. Any bread for you? Ja, und sogar der Gruß aus der Küche, den gibt es hier. Der steht nicht auf der Karte. Ich habe keine Ahnung, was es sein wird. Probieren wir es mal aus. Ja, ich weiß immer noch nicht, was es ist. Es ist mit einer Sesam-Fischsoße. Es gibt eine ganze Menge zur Auswahl hier übrigens. Das ist die Menükarte hier. Ich lese euch mal ein bisschen was daraus vor. Wenn, natürlich nicht alles, ich blende etwas von links oder von rechts, je nachdem, mal ein. Es gibt die à la carte Karte mit 5 verschiedenen Appetizern und nochmal 5 verschiedenen Main Courses und 4 verschiedenen Nachspeisen. Aber das ist hier gar nicht alles. Es gibt ja auch noch die Lounge and Grill, das habe ich bestellt, nämlich ein Steak mit verschiedenen Soßen. Und ich kann auch noch auswählen zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen anderen, so mit Soßen und 3 verschiedenen Dishes nebenan. Ach, und Sandwich, die Auswahl hier an Bord ist so fantastisch groß. Und nachher, wenn ich ein bisschen geschlafen habe und wieder ein bisschen Hunger habe, weiß ich ganz genau, bestelle ich nochmal das Sandwich. Dominik hat als Starter das Arabic Baiser, Gulf Baiser, sieht ganz nett aus. Ich habe eher eine kleine Portion, leider nur die Spring Rolls. Dafür ist sie leicht, hoffe ich zumindest. Hm? Das schmeckt ziemlich lecker. Das ist mein Steak hier. Der Koch hier hat uns das quasi regelrecht angeboten, denn er hat gesagt, er kann es. Genauso wie mein Sandwich, was ich auch gesagt habe, was ich ja schon kenne, ob er das auch macht, hat er gesagt, er macht es besser. Das bestelle ich nachher, ganz sicher. Und das hier, das Steak, die Königsdisziplin in einem Flugzeug, sage ich immer, ist jetzt hier. Und wie sieht's aus? Gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal, ich habe bestellt Medium.
Oh wow, das ist ja so schon mal, es lässt sich schneiden, es ist nicht wie Gummi. Und? Ja, es ist Medium, ein bisschen zu durch, würde ich sagen, statt Medium, aber das ist vollkommen okay. Wow, wirklich. Er hat es vollkommen geschafft, also er schmeckt wunderbar. Oder? Was sagst du? Oh, lecker. Hast du Glück nochmal probiert? Er schmeckt sogar Dominik, das ist schon mal viel wert. Was ist das denn hier? Ja. Das hier ist hier eine halbe Knoblauchknolle, unglaublich geröstet. Zum Glück ist jetzt hier rechts neben mir keiner. Dann kann ich ja ungeniert so ein Knoblauchding probieren. Ah. Hollandaise-Soße, ich liebe Hollandaise-Soße. Da kann ich gar nicht genug von kriegen. Ein Choco-Cheesecake-Tart. Ich liebe sowas. Nach dem leckeren Essen, und es ist ja schon relativ spät, glaube ich, es ist langsam Zeit, sich ins Bettchen zu legen. Ich werde mir jetzt den Pyjama anziehen und danach wieder das Bett machen. Und das hier, wie gesagt, ist das Package mit dem Pyjama und den Slippers. Slippers? Pyjama in Schwarz. So, wollen wir mal gucken, ob mir diese Größe hier passt. Okay, ein bisschen zu groß, würde ich mal sagen. Die Hose passt, aber das ist ein wenig zu groß. Aber ist auch egal, es soll ja auch etwas locker, legerer sein. Von daher, und der Stoff ist extrem gut. Der Hammer, oder? Hat sie das nicht ordentlich und richtig schön angerichtet, dieses Bett? Und ich sehe jetzt schon, ich kann hier mega gut schlafen. Wow, ich hatte einen richtig guten Schlaf. 5 Stunden habe ich geschlafen auf diesem wunderbar weichen Wiesen. Bett, also muss ich sagen, sehr komfortabel. Dieser Flug hier ging über Abu Dhabi nach Tokio und hat gerade mal roundabout 1000 Euro gekostet. Es war ein richtiges Schnäppchen. Wenn ihr auch mal wissen wollt oder auch mal dabei sein wollt und auf dem Laufenden sein wollt, dann schaut mal auf meiner Webseite oder ab und zu bei Facebook oder bei Twitter poste ich mal besonders gute Deals. Es gibt hier eine ganze Menge Ablagemöglichkeiten an meinem Sitz. Auf der rechten Seite hier ist ein ziemlich großes Fach, wo die ganzen Magazine drin sind und auch habe ich jetzt die Menükarten drin. Hier habe ich ein kleines Fach mit USB-Anstecker und auch wo der Anstecker für die Headphones sind. Linke Seite, geht's weiter, ist der kleine Kühlschrank, der ja gekühlt ist, und ein weiteres kleines Ablagefach. Unter dem Ottoman passen diverse Dinge rein, mitunter ein richtig großer Koffer. Gut, das war es aber. Allerdings ist das schon ziemlich viel. Ich habe ja wieder Glück. Der Sitz neben mir ist frei. Damit kann ich immer ein bisschen hin und her switchen. Das ist hier, wie gesagt, der Fensterplatz entgegen der Flugrichtung. Allerdings habe ich einen richtig schönen Ausblick. Ich kann immer entgegen der Triebwerke schauen. Das ist der einzig freie Platz hier. Ansonsten sind alle, bis auf einer der 8 Plätze, belegt. So eine 1-zu-1er-Konfiguration in 2 Reihen. Und ja, das ist aber trotzdem ein ziemlich großer Raum, weil es gibt hier keine Overhead-Bins. Also oben ist alles frei, also es wirkt als großer Raum. Und der Boden ist schallgedämmt und natürlich auch die Seiten sind besser gedämmt. Zum Bedienen des Multimedia-Systems gibt es hier einen richtig coolen Controller. Das ist das typische von Boeing, mit einem eigenen Display drin. Ziemlich innovativ und ich kann, wenn ich möchte, auch die Filme auf diesem kleinen Monitor anschauen, wenn ich im Bett liege. Und ist ja auch, zwar ist der Monitor riesig, aber doch weit weg, kann ich auch hier angucken. Das ist gar nicht so schlecht, die Idee. Auswahl und Möglichkeiten sind riesig. Also es gibt ganz, ganz viele Filme, auch auf Deutsch und Musik. Um den Sitz schnell in eine Liegefläche zu verwandeln, gibt es hier ein paar Knöpfe zum Schnellbedienen, hier für Licht, für
Position im Flug oder Start und Landung, dann zum Relaxen und Essen und natürlich hier die Bettfunktion. Ich kann aber auch den Ottoman einfach mit einem Knopfdruck nach vorne holen. Das hatte ich schon mal in der Lufthansa, das ist cool. Bedienen tue ich das alles hier mit diesem kleinen Panel hier, Touchpanel. Und auch da kann ich die Lichter steuern, das sind eine ganze Menge. Hier ist Lichter, dann ist unten ambiente Licht, hier ambiente Licht, oben nochmal Licht. Ach übrigens, ich kann auch die Härte des Sitzes einstellen, von 1 bis 5, ganz weich bis ganz hart. Und er macht auch sogar noch eine Massage dabei. Wahnsinn. Doch gut aus, oder? Ziemlich frische Zutaten mit Salat und Zwiebeln. Wahnsinn, wenn das genauso gut schmeckt, wie es aussieht, ja, dann habe ich ein leckeres Frühstück. Extrem, extrem lecker mit dem Käse obendrauf, der verschmolzen ist. Das Fleisch ist medium gebraten. Das war jetzt mein Flug mit Etihad in der First Class im neuen Dreamliner, die neue First Class hier. Es war ein sehr, sehr geiler Flug, leider viel zu kurz für mich. Ich habe ja 5 Stunden dabei wirklich sehr gut geschlafen, allerdings habe ich dadurch auch 5 Stunden First Class Service verpasst. Das ist immer so ein Zwiespalt. Trotzdem hat mir, wie gesagt, der Flug sehr gefallen. Wenn euch das ebenso gefallen hat, dann drückt doch den Daumen hoch und vergesst nicht mal auf meine anderen Seiten zu gucken, wie Facebook oder Twitter. Ich habe ja vorhin erwähnt, da poste ich ab und zu mal solche Deals wie diesen hier. 1000 Euro von Kairo über Abu Dhabi nach Tokio in der First Class, also quasi ein 13-Stunden-Flug zusammen. Unglaublich, oder? Also schaut mal vorbei und ja, drückt den Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!